Albert King, auch genannt Gotham Goliath. Boxer im Ruhestand und das zweite neue Opfer von Jokers Blut. Henry, was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendetwas hat mich am Hinterkopf getroffen. Glaubst du, Harley erkennt mich in deiner starren Totenmaske von Gesicht? Weil Mimik beherrschst du doch, oder? Henry, verriegeln Sie diese Tür und lassen Sie nur Robin oder mich durch. Wie läuft's, Bad Brain? Schön hast du's hier. Meinem Joker hätte es sicher gefallen. So einen Ort hätte er auch gewählt. Ich gehe sicher nicht in die Nähe von Bell. Die ist verrückt. Sie hat Hudson angesprungen und ihm ein Auge ausgekratzt vor allen anderen. Was hat Harley gemacht? Nichts. Ich sag dir, wenn ihm... Den Teil lieb ich. Lauf lieber weg! An mir kommst du nicht vorbei! Robin, warte hier, während ich hinter ihn gelange. Gemeinsam werden wir eher mit ihm fertig. Wann greife ich ein? Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Zeig dich, Batman! Was? Hab ich euch versch... Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich wollte deine Selbstbeherrschung testen. Hab ich bestanden? Du brauchst Übung. Na los. Kommen Sie, Lady. Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Ist das ein Scherz? Ich sitze in der ersten Reihe! Wenn ihr was passiert, wird Harley euch umbringen. Ja, genau. Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und dich. Ups. Tja, das gleicht die Lage aus. Egal. Wenn er mit euch Trotteln fertig ist, haben ich und Bats diesen Ort nur für uns. Also raus mit euch, damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Ihr habt die Lady gehört. Los geht's. Mann, musste sie ihn töten? Arkham Knight? Vor heute Nacht habe ich noch nie von dir gehört. Seid ihr Armleuchter bald fertig? Sie ist eingesperrt, heil und unversehrt. Das Mädchen ist... Sie ist in der großen Halle, sie! Da oben!
denkst, du kannst uns ausschalten, Fledermaus? Keine Chance! Versteck dich weiter! Das ist sicherer! Er ist zu dumm, um das zu raffen. Zeig dich! Batman? Batman, bist du das? Diese Idioten wollen uns trennen. Ich hab ihnen erklärt, auf welche Weisen du ihnen Schmerzen zufügen wirst, aber ja, ich glaube, sie sind Masochisten. Viel Spaß! Ach, Jungs, nur weil der Flattermann euch alles an einem sämigen Haufen Idiotenmus verarbeiten wird, heißt das nicht, dass ihr nicht kämpfen sollt. Er soll von Blut überschrieben sein, wenn er mich redet. Eure Blut natürlich. Wird sich klasse auf dem Anzug machen! Am Flughaus, Seth! Rausgeflogen in der allerersten Folge von Batman rettet Christina. Mit der Leistung wirst du aber kein Buchdeal landen. Hör zu, Bats Kumpel. Würde ich die Show leiten, wären die Gangster viel besser. Langsamer, doppelt so ängstlich, viermal kaputtfahrer. Ihr habt Harley gehört. Findet und tötet Batman. Kein Problem. Hörst du das, Batfreak? Wir kommen dich holen. Robin, er liebt dich nicht. Lass uns in Ruhe, sonst schneide ich dir alle Gliedmaßen ab. Bist du... Meine Fußball! Ist diesmal kommt ihr nicht davon! Er hat noch einen. Ihr Jungs braucht einen neuen Bock. Ein besseres. Wahnsinnigen, einen fürchterlichen Boss, der seine Leute problemlos im Griff hat. So schade, dass ich im Team Bats bin, was? Da, das Alibi-Büchchen. Sie hat was drauf. Aber sie ist geboren à la Kai. Das steht fest. Schätzen Sie, wäre richtig gut, wenn man ihr sagt, wen sie entführen und foltern soll und wann sie still sein soll! Zu wem hält sie eigentlich? Ups! Jetzt! Schon wieder einer weniger? So, Batman! Ich muss einen Aussichtspunkt finden, um Batman beim Angriff zu helfen. Mein Süßer, und kurz darauf wirkst, verprügelst und quälst du diese Idioten. Zeig mir, wie man's macht! Nur um mich zu retten. Oh. Hey! Oh, Bats, du bist gemein! Du erschreckst sie, du verletzt sie! Das waren alle. Zeit, Miss Bell zu holen. Klasse Rettungsaktion, wirklich. Außer, dass ich nicht gerettet werden wollte und die meisten von euch jetzt auf der Intensivstation liegen. Abgesehen davon, perfekt. Bestnoten für alle, die davongekommen sind. Bravo. Batman gehört mir. Was hat sie gegen mich? Im Grunde bin ich auch dein Gefangener. Bringen wir sie zurück in ihre Zelle. Also, du hast wohl eine Freundin gefunden. Wirst du mich ersetzen? Ich könnte eine Pause gebrauchen. Und Christina scheint einen guten Robin abzugeben. Sie blickt zu dir auf, sie will jede Minute mit dir verbringen. Die peinlichen Schweigemomente machen ihr sicher nichts aus. Ich bringe sie zurück in die Zelle. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig.
Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse! Nur am Jammern! Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. Was haben wir denn hier? Armer kleiner Batman ganz allein. Du willst das beenden? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Nur du und ich, Baby. Langweilig. Als wäre er an einem Kampf interessiert. Kennt ihr ihn denn nicht? Er sehnt sich nach mehr. Etwas mit Anspruch. Etwas Kreativem. Etwas Spaß. Spaß soll er haben. Zwei Fäuste voll. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf fallst. Ach ja, harter Mager. Erstens musst du mich finden und zweitens... Sei mir ganz ehrlich, alter Sack, hast du deine besten Tage schon hinter dir? Was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Pass auf, was du sagst. Was auch immer. Du hast die Wahl, Bats. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Ich sitze auf mich. Ich blas dir den dreckigen Schädel weg. Ich muss ein Ziel auswählen, um einen Befehl zu erteilen. Die Wand da sieht komisch aus. Sieh sie dir an. Geh klar. Hallo? Ist hier jemand? Jason? Ich dachte, du wärst tot. Batman? Bist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das wird er. Es sind nun 6 Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsachen. Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Batholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor, du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres, dynamisches Duo. Ganz wie Bats und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber... Tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh, aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Alles okay? Ich bin okay. Weiter mit dem Nächsten. Sorry, Bats, aber ich habe ein Duett geplant für uns. Kann der Knilch draußen warten und unserer wundervollen Musik lauschen? Versuch's mal mit der Tastatur. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Henry, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich. Nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay, ich versuch's.
nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber, bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr interessant. Okay, ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Und fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. Charisma trägt eine Bombenweste. Und im Raum sind 5 weitere Bomben. Verstanden. Schön, dass du es einrichten konntest, Bats. Sei nicht schüchtern. Auf der Bühne ist auch Platz für 2. Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren. Niemand bringt dir ein Ständchen außer mir, Bats. Lasst es krachen, Jungs! Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also... Wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Vartalia, fällig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha? Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown, Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist's. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja. Du wirkst so. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietschfidel. Keine Zugabe. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Du, 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 du. Geht ins Ohr, was, Bats? Ach ja, ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich.
Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Ah ja, hierauf ist Mr. Fox besonders stolz, Sir. Dieser Drohnenvirus kann das Zielsystem eines Milizpanzers kurzzeitig hacken und ihn gegen andere Drohnen richten. Der Waffengenerator Mark IV lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Ausgezeichnet, Sir. Mit diesen Geräten im Batmobil sind die Panzer bald nur noch Schrott. Tja, wer hat das Maul zu weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich, Bats. Mano a mano. Ein echter Kampf, von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Ich traue keinen falschen Jokern. Batman, er ist hier! Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt mir schräg vor. So, weiter so. Was haben wir denn da? Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tue dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein, nein, nein! Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein. Nein, bitte nicht! Bitte! Nein! Alles okay? Du wirkst verstört. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los! Das ist er. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade winseln und vor Schmerz brüllen lassen. Komm. Warum wusste nicht dein Kleid? Warte schon, du fragst nie. Zurück ins Getümmel! Er gehört dir!
Ich hasse dich, Batman! Alles okay? Sag, ich würde... Vergeigt das nicht! Aus dem Weg! Auf die Beine, Cap! Du nimmst es! Los, mach Hackfleisch aus ihm! Ich werde dich zu Brei schlagen. Ach, jetzt doch. Was machen wir jetzt? Lass sie nicht gewinnen. Ich hasse dich, Batman. Das ist vorbei, Bats. Es... Goliath, verliert er! Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Was hat der Typ gefressen? Ein Auto? Batman, bitte! Du musst mir helfen! Diese Quinn und ihre Schergen versuchen, hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Männer. Glaubst du, es geht hier gut? Wenn Sie mich hier sehen, riskieren Sie nicht, das Tor zu öffnen. Freund, hattet ihr zwei Streit? Oh, ist der etwa wütend davongeflattert? Wie? Du willst reinkommen? Das kannst du dir abschminken. Bin mir sicher, ihr zwei könnt das irgendwie klären. Der Clownfürste des Verbrechens gefällt es gar nicht, dass du ihren neuen Joker entführst. Harley hatte recht, dass er auftauchen wird. Ein Glück haben wir das Tor. Öffnet das Tor, jetzt! Kein Problem. Erst will sie, dass das Tor zu ist, und jetzt sollen wir es öffnen. Die ist doch plemplem. Und darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Fledermaus. Zeig dich, B-Man, wenn du dich traust! Oh, seht mal, wer da ist. Batmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Oh, er legt's drauf an. Hältst dich wohl für witzig, hä? Öffne das Tor. Dieses Mal wirklich. Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber noch mal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir. Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen. Nochmal lasse ich das nicht zu. Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Yeah. Wo bist du, Batfreak?
Ich sollte in Deckung bleiben. Harley konnte Robin töten. Wie wäre das? Nur ein Zittern am Abzug und dein Spatzenhirn fliegt aus deinem Kopf und dein Boss kümmert es kein Stück. Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Nur weiter so, Batman. Dachte schon, du fragst nie. Schlitz ihn auf! Bin beeindruckt. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Wir müssen zu den Zellen zurück. Du nimmst Albert, ich Quinn. Robin, die Zelle. Nein, nein, nein! Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet, nicht wahr, Henry? Oh, Bats, du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Besonders, wenn sie böse sind. Hä? Schatz! Ich bin zu Hause! Aktiviere Auspuffprotokoll. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, Henry. Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Leb wohl. Es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam unerwartet. Du wirst einfach spektakulär. Nein, nein, nein! Nicht nochmal! Deine Augen. Du bist der letzte Joker. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können.
Nein, 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 das wirst du nicht tun! Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Argumente eines Miesepeters, Bats. Und du weißt das. Tut mir leid, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Keine Sorge wegen Robin, Batsy. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Hey, hey! Ich habe die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet! Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein, mein, mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Petzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja... Was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht? Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Los, du Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Verrückt sein! Hör mir zu! Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Alfred? Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Sir, alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke, Alfred. Du hast den Burschen schuften lassen, obwohl er Barbara hätte retten können. Das war grausam, egoistisch und hatte schreckliche Folgen. Ach, wenn du es nur ernst meintest... Na los doch!
Zeigen wir Gotham mal, wie ein wirklich dynamisches... Nein, sag nicht, er ist weg. Er ist noch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Ich schicke Verstärkung. Findet ihn.